die Kaffeemaschine hier ist kaputt. Großes Drama. Und dann gebe ich es einfach ab und dann ist die Sache durch. Okay, das ist Heimat, das abgegeben. Es fühlt sich immer so gut an. Es war ja Ostern, das ist irgendwie so ein bisschen mit vorbeigegangen. Oh, Mama hat einen Brief geschrieben. Das ist süß. Ach, das ist süß. Ich habe auch so süße Osterkarte bekommen. Ich war 10 Kilometer laufen. Aber ich bin hier gerade dabei, endlich mal mein ganzes Zimmer aufzuräumen. Manchmal habe ich kein Buch in der Hand. Wisst ihr? Hallo, hallo, ihr Lieben. Einen wunderschönen guten Morgen und, oh mein Gott, das sind die ersten Worte, die ich heute Morgen spreche. Aber herzlich willkommen zu diesem Vlog. Heute haben wir den 16. April. Heute ist ein Dienstag. Und ich bin jetzt gerade aufgestanden. Ich habe wunderbar geschlafen. Also ich schlafe momentan richtig, richtig gut. Ich glaube, es liegt auch daran, weil ich wieder angefangen habe, Eisen zu... Nein, falsch. Auch, ja. Weil ich wieder Magnesium nehme. Und ich schlafe momentan richtig gut. So voll fest und durch... War total toll. Warte, was soll ich dazu noch sagen? Ich habe viel geträumt, viel wirres Zeugs irgendwie. Auf jeden Fall bin ich jetzt mal in den Tag gestartet, weil ich nämlich heute noch eine Abgabe habe und es ist auch wirklich absolute Deadline. Also ich muss die heute abgeben und eigentlich ist die Deadline vor 2 Tagen gewesen. Aber das ist hier halt richtig praktisch. Die haben immer so eine Verlängerung noch. Also es gibt einmal die Deadline und dann hat man bei den meisten Assignments noch einfach 48 Stunden länger Zeit, um es abzugeben. Und ich habe da letzte Woche einen Vlog hochgeladen, wo ich das natürlich auch genutzt habe. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Das war so ein Study-Vlog, wo ich mein Assignment halt fertig gemacht habe. Und ich dachte am Anfang wirklich, dass es total dämlich ist, das vorher schon anzukündigen, dass es so ist. Aber das ist das Beste, was es gibt. Es ergibt so viel Sinn irgendwie, weil dann ist die erste Deadline wie so eine, keine Ahnung, so ein Weckruf. Und wenn man es dann nicht schafft, dann hat man immer noch 2 Tage Zeit. Und naja, ich fange jetzt halt heute an. So, ne, so könnte man es auch machen. Denn wir waren das Wochenende in Rainbow Beach und waren bei einem Surftrip und da hatte ich offensichtlich keine Lust dran zu arbeiten. Und ich musste nämlich auch so ein Video machen. Das kann ich euch bitte nochmal genauer erzählen, was ich da mache. Ich will mir das jetzt mal ein bisschen anschauen, trinke währenddessen meinen Apfelessig und dann nehme ich euch heute und vielleicht morgen, mal schauen, wie es sich so entwickelt, nehme ich euch heute ein bisschen mit. The light is fading fast from this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Ich habe mir jetzt gerade Frühstück gemacht. Heute gibt es Toast mit Avocado, Scrambled Eggs, Spinat und Gurke. Heute mal herzhaftes Frühstück. Crazy Girl. Ja, das esse ich jetzt. Okay, oh, ich trage meine Ketten gar nicht. Naja, ich war jetzt gerade unten, habe mir einmal einen Kaffee geholt. Die Kaffeemaschine hier ist kaputt. Großes Drama. Jetzt geht sie so halb wieder. Oh, mein Gott, habe ich es nicht richtig so gemacht? Doch. Und wir haben jetzt eine andere Kaffeemaschine da stehen. Das ist eigentlich auch ganz gut. Kaffee habe ich mir geholt. Dann wollte ich sagen, dass meine Haut momentan nicht so gut ist. Und das nervt mich ein bisschen, weil es sind so Pickel, die hatte ich eigentlich noch nie. Und ich weiß nicht, warum die da sind. Und ich denke mal, dass es an irgendeinem Produkt liegt, was ich nicht vertrage. Ich liebe meine Korean Skincare, aber ich weiß nicht, ob da alles gut für meine Haut ist. Und ich glaube, ich habe jetzt mal das Öl weggelassen. Obwohl ich finde, es ergibt total viel Sinn mit diesem Double Cleansing. Aber gefühlt, ich benutze das Öl schon... Ich habe in Wien schon anderes Öl benutzt. Und sobald ich irgendwie ein Öl benutze, ich habe einmal ein Öl benutzt, um meine Gouache-Routine zu machen und dann Öl, um mein Gesicht zu reinigen. Und gefühlt hatte ich dann immer so komische Pickel. Und ich glaube, ich lasse es jetzt mal weg eine Zeit lang. Ja, mein Laptop ist ausgegangen. Und schaue, wie sich das entwickelt. Und dann schreibe ich jetzt mal kurz flott mein Skript runter, damit ich mein Video aufnehmen kann. Boah, ich habe so gar keinen Bock, das... Also doch, ist okay, aber ich möchte es einfach irgendwie schnell hinter mich bringen, weil ich da nämlich nicht so Lust habe, viel Zeit zu investieren. Und tatsächlich habe ich gestern mit einer Freundin, ich kann es noch gar nicht glauben, wir haben gestern einen Flug für Samstag. Heute ist Dienstag. Läuft. Wir haben für Samstag einen Flug an die Westküste nach Perth gebucht. Ja, und wir wollen einen Roadtrip zusammen machen. In so einem Camper. Richtig geil. Ich freue mich so doll. Ich weiß gar nicht, wohin. Ich freue mich richtig, richtig doll.
Ja, und deswegen würde ich jetzt einfach gerne das fertig machen, damit ich mich um die wichtigen Dinge kümmern kann und unseren Roadtrip planen kann. So, so einfach ist es. Genau, und dann ist noch ein Paket angekommen. Das ist von Mama und Papa. Die haben mir nämlich einmal einen Rucksack geschickt, der noch nach Hause geliefert wurde. Und das werde ich nachher abholen. Heute eben war gerade keine andere Rezeption, weil die Frühstück gemacht haben. Und ich wollte die nicht nerven. Und ich dachte mir, ich hole das ab als Belohnung dafür, wenn ich mein Video abgegeben habe. Ja, deswegen arbeite ich da erstmal dran, trinke mal einen Coffee und genau, that's it. Der ist aber auch, ich finde die Kaffeemaschine total gut. So, erstens habe ich endlich meine Ketten wieder umgenommen. Ich fühle mich irgendwie so nackt, wenn ich keine Ketten um habe. Und ich mag das auch, keine Ahnung, ich mag das voll gerne. Ich wurde am Wochenende, habe ich so einen Typ gefragt, der war so, wie viele Ketten sind so viel? Und ich habe mir so straight in die Augen geguckt und ich war so, 4. Weil, weiß nicht, ich finde die Harmonien ganz gut, oder? Auf jeden Fall habe ich auch die gerade umgenommen und das ist meine absolute Lieblingskette. Und das ist die von meiner Uroma. Und ich bin so froh, dass ich die habe und ich liebe diese Kette. Und meine Oma ist letztes Jahr gestorben. Und ich finde das, keine Ahnung, ich trage die richtig gern. Ich bin total froh, dass ich das so als Erinnerung habe. Und die anderen beiden Ketten sind von Bona, da kriege ich auch öfter Fragen zu. And I like. Ja, das wollte ich kurz loswerden. Dann ist heute irgendwie ein weirder Tag. Also eigentlich nicht, aber irgendwie, ich glaube, dieses Video ist wirklich schnell dann. Deswegen mache ich, glaube ich, nochmal einen kleinen Spaziergang. Ich habe irgendwie Lust, mich ein bisschen zu bewegen. Und ich finde so Tage, wo man sich nicht so viel bewegt, sind irgendwie immer ein bisschen, da fühle ich mich anders. Und ich würde eigentlich heute Abend auch gerne laufen gehen. Aber ich möchte es irgendwie, keine Ahnung, ich möchte gerade ein bisschen raus. Und was ich noch erzählen wollte, ein Freund hat gerade Polaroid-Bilder reingeschickt, die er entwickelt lassen hat. Und ich fand die richtig süß. Das ist einmal ein Bild von uns, das finde ich richtig knuffig. Und das war beim Fred Again-Konzert. Also hier, ich finde, das sind richtig nice Bilder. Der Vibe kommt da sehr gut rüber. Und das finde ich auch süß. Und ich glaube, ich persönlich bin nicht so der Typ für eine Polaroid-Kamera. Gerade so, keine Ahnung, so mit dem ganzen Social-Media-Zeug. Ich finde, das ist so voll das Gegenteil manchmal. Und alle Leute, ich bin da nicht der Typ für, aber ich finde das total cool, dass die anderen das machen. I like. Und ich glaube, ich gehe jetzt mal raus. Mein Skript ist auch fast fertig. Ja, mir fehlt nur noch ein bisschen Strategic Evaluation. Peinlich. Und die Conclusion. Ich erzähle später mal, was ich machen muss. Aber ich möchte jetzt raus. Ich glaube, ich höre ein bisschen Musik. Ich lade mal meine Kopfhörer und dann, ja, kriege ich mich nochmal ein. Of course. Ich muss sagen, ich hatte jetzt einen Sommer. Ich möchte total viel reden. Ich glaube, ich nehme halt auch noch eine Podcast-Folge auf. Ich hatte einen Sommer im Gesicht. Total peinlich, oder? Ich bin wirklich die Sonnencreme-Police. Also wirklich, ich habe mir da schon direkt einen Ruf aufgebaut. Aber ich denke mir auch jedes Mal, so früher hatte ich immer einen Wettbewerb mit meinem Papa, so wer brauner ist. Und jetzt denke ich mir so, es ist so unnötig, dass man krass braun werden möchte, weil das erstens nicht so lange hält und zweitens Hautkrebs, Falten, nicht gut für alles. Und das habe ich beim Surfen immer verbrannt, weil wir auch 3 Stunden in der Mittagssonne eigentlich surfen waren. Und da kann man machen, was man möchte. Da ist alles ein bisschen schwierig. Aber ich freue mich, dass ich jetzt mal ein bisschen Farbe im Gesicht habe. Ich finde, ich sehe dann viel, viel lebendiger aus. Also ich könnte kurz ein bisschen flennen, weil ich einfach so einen fetten Fleck auf der Cap habe. Aber es ist jetzt Mittagssonne. Wir haben es jetzt 20 nach 11. Deswegen werde ich auf jeden Fall eine Cap aufsetzen. Und ja, mache jetzt einen kleinen Spaziergang. Ich glaube, ich gehe durch den Botanical Garden. Das finde ich mal eigentlich ganz nett. Und oder vielleicht am Wasser längs. Möchte ich mein Notizbuch mitnehmen? Nee, ich gehe jetzt mal ein bisschen spazieren. Yes, let's go. Okay, ich bin zurück vom Spazierengehen. Ich war eine richtig schöne Runde spazieren. Ich glaube, ich war fast eine Stunde spazieren, habe ein paar Sprachnachrichten gemacht und habe ein bisschen Musik und Podcast gehört. Das war tat sehr gut. Und jetzt habe ich gerade Mittag gegessen. Und jetzt will ich mal kurz mein Video aufnehmen. Ich habe nämlich die beiden Pakete abgeholt und ich möchte die aufmachen, wenn ich mein Video abgegeben habe. Und ich werde es jetzt mal filmen und dann ein bisschen was zusammenschneiden. Ich bin auch fast fertig mit dem Research.
Also die erste Hälfte kann ich schon mal aufnehmen. Ich glaube, das mache ich mal, dass ich einfach gucke, wie es läuft. Ja. Genau. Und ich glaube, ich benutze einfach hier die Kamera. Oh, der Hintergrund ist ja gar nicht so geil. Ich muss hier auch wirklich mal wieder aufräumen. Das mache ich, wenn ich es abgegeben habe. Yes. Leute, wie aufregend. Ich bin jetzt gerade dabei, mein Video fertig zu machen. Ich habe es jetzt einmal gefilmt und schneide es jetzt gerade ein bisschen zusammen. Ich habe nämlich auch so ein Moodboard erstellt für den First Consumer Behavior und für die, nein, eigentlich für das Target Audience Profile. Und das habe ich jetzt mit einem Voice-Over gemacht. Und ich wollte euch nochmal erzählen, was meine Aufgabe überhaupt ist. Okay, also meine Aufgabe ist, wir sollten uns von irgendwie 4, 5 Advertisements eins aussuchen, was wir analysieren und dann die Target Audience da herausarbeiten und das so ein bisschen darstellen. Und irgendwie, ich mache hier gerade so ein bisschen Freestyle, aber es stand, ich halte mich, also nein, eigentlich nicht, ich halte mich schon an die Vorgaben. Ich habe jetzt nämlich die No Dough Donut Company. Das ist eine Brand hier in Brisbane. Ich finde es richtig nice. Die haben so quasi healthy Donuts mit, die sind GMO-free, dairy-free. Ich habe es alles gerade 5-mal gesagt, was waren die noch free? Gluten-free. Und ist halt eigentlich voll cool, weil die so alle inkludieren wollen, egal ob da irgendwie, keine Ahnung, Intoleranzen sind oder Allergien. Und dann ja auch Vegans und sowas. Und ich finde das total spannend. Und da habe ich jetzt ein bisschen herausgefunden, dass zum Beispiel Frauen häufiger glutenintolerant sind und auch mehr Fokus auf healthy dietary options. Oh Gott, ich bin gerade so voll am... Wisst ihr, ich habe das alles auf Englisch gemacht und dann hat man so viele englische Worte im Kopf. I'm sorry. Muss sehr anstrengend sein, das gerade zu hören. Ich versuche mich ein bisschen zusammenzureißen, aber man kann das dann halt irgendwie auch... Auslandslisa, hier ist sie. Naja, wir wussten, dass es kommt. So, auf jeden Fall muss ich das jetzt alles ein bisschen analysieren und die haben auch ein... die haben das, die Werbung auf Instagram geschaltet und was das über die Consumer aussagt und ne, wo das drauf spezialisiert ist. Und das ist eigentlich ganz spannend. Ich bin jetzt schon bei 5 Minuten 30, ich brauche 10 Minuten. Jetzt quatsche ich noch ein bisschen über die Strategy Evaluation. Das mache ich, glaube ich, wieder vor der Kamera, damit ich da auch genug zu sehen bin. Und genau, das ist meine Aufgabe und das bringt eigentlich relativ viel Spaß. Und ich glaube, ich filme es jetzt hier einmal kurz in einem runter und dann gebe ich es einfach ab und dann ist die Sache durch. Und dann war das für mich ein Aufwand von einem halben Tag und ich finde es Weltklasse. Und ich hoffe, dass alles so passt, aber das sind die Vorgaben. Ich habe alles drin, was ich haben möchte. Ja, jetzt rufe ich mir noch ein paar nice Statistiken raus und ein paar Journals, die ich hier zitieren kann. Ich habe auch eigentlich schon ganz gute Quellen. Strategic Evaluation, the type of creative appeal and techniques that has been used in the advertisement. Ja, easy. What media and media vehicle has been used in the advertisement? Ach so, ich habe ja schon voll viel inkludiert jetzt, was eigentlich Teil von... Na, ja, super, habe ich das alles auch schon ein bisschen drin. Easy. Ich meine... Nur um es nochmal klarzustellen, das ist ein Introductory Marketing Kurs. Also es ist ein Einführungs-Marketing Kurs. Ich mache mein Major in Marketing. Ich denke, ich kriege es hin. Und ich habe nochmal wieder festgestellt, ich liebe Marketing. Wirklich, es bringt mir total viel Spaß. Ich mag sowas. Ich mag das zu analysieren. Das ist toll. Ja, und deswegen habe ich hier gerade echt ein bisschen Fun. Und ich meine auch, dass ich das Video machen... Super, oder? Total toll. Okay, liebe Leute, ich glaube, ich bin dann. Ich habe mir jetzt hier noch so eine Folie gemacht. Oh mein Gott, man sieht es ja gar nicht. Mit der Strategic Evaluation und der Target Audience als Zusammenfassung. Mein Video ist genau 9 Minuten 59 lang und es darf maximal 10 Minuten lang sein. Also das passt ja perfekt. Und ich gucke es mir jetzt auch nicht 48 Mal noch an. Ich habe hier, ich habe das total gut gemacht. Ich habe hier überall sowas hingeschrieben und so. Ich habe hier immer noch mal wieder die, ich habe hier nochmal die Website, auf die bin ich eingegangen. Nochmal das hier, das Advertisement eingefügt. Ich werde es jetzt runterladen und dann lade ich das direkt hoch und dann gebe ich es ab. Okay, das ist einmal das abgegeben. Es fühlt sich immer so gut an. Und jetzt werde ich mal die Pakete aufmachen. Ich freue mich total. Das ist einmal das Paket von zu Hause. Da weiß ich eigentlich auch, was da drin ist. Das wird hier wahrscheinlich nur eine Herausforderung, das auszupacken, weil das die größte Schere ist, die ich dabei habe. Rawr. Oh, warte mal. In der Küche haben wir eine. Hol ich kurz. Okay, secured the goods. Und jetzt machen wir das hier mal auf. Liebe Leute, ich sage es euch ehrlich, es hat mir gerade so viel Spaß gemacht, dieses Video zu drehen. Ich fand es irgendwie so cool. Ich bin mal sehr gespannt, wie die das bewerten. Aber wisst ihr, das ist so eine, die Professorin, das ist so eine Grundschullehrerin. Die ist immer so, oh, amazing, well done. Und deswegen, ach, das war sogar im Zoll. Krasse Sache. Hoffe ich mal, dass es alles fein ist. Ich hab's geschafft. Ah, nee, warte mal. Nur so halb. Aber ich höre schon was klimpern. Ich habe gerade schon gesehen, was es ist. Wie süß ist das denn?
Okay, hier haben wir es. Also richtig süß. Von Etamir Schoko-Stars reingelegt. Es war ja Ostern, das ist irgendwie so ein bisschen mit vorbeigegangen. Oh, oh mein Gott, die liebe ich. Die sind so lecker. Das sind so Milka Oreo. Osterhäschen. Ostereier. Süß. Und dann habe ich nämlich, oh mein Gott, oh, ich freue mich so. Ich habe hier einmal eine Tasche von Got Back und einen Rucksack. Und oh mein Gott, ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich einen Rucksack gebraucht habe. Warte mal. Mama? Ah, hier ist es reingepackt. Ich war gerade so. Ich habe ihr nämlich gesagt, dass sie noch, ah, total toll, Rasierklingen dazu packen soll. Ich war nämlich irgendwie so lost und habe so 3 Rasierklingen mitgenommen. Und jetzt haben wir, war ich so, Katharina, raff dich. Oh, Mama hat einen Brief geschrieben. Oh, ist das süß. Das wäre so süß. Oh, das ist ganz süß. Oh mein Gott. Ich kann so schnell flennen, Mom. Oh, danke schön. Richtig liebe Worte von meinen Eltern. Sehr süß. Die muss ich wohl gleich mal anrufen. Auf jeden Fall, let's get back. Habe ich hier so eine kleine Tasche bekommen und halt den Rucksack. Und ich brauchte unbedingt einen Rucksack. Oh mein Gott, der ist ja perfekt von der Größe. Weil ich reise die ganze Zeit so mit meiner Longchamp-Tasche und einem Jutebeutel. Oh, übrigens haben die mir gesagt, dass die Longchamp-Taschen hier 1.500 $ kosten. Und bei uns sind die ja nicht so teuer. Ich war in einem Laden und der Typ war so, oh, dass du deine Tasche hier mitnimmst. Und ich war so, ja, also ich habe sie da so stehen lassen. Und dann war ich so, wieso? Und er so, es ist ja hier das Luxuriöste, was man so kaufen kann. Oder so in dem Sinne. Und ich war so, hä? Naja, genau. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Rucksack. Und das war sehr wichtig. Da freue ich mich ganz doll drüber. Und ich mag die, mein Gott, ich mag die richtig gerne. Und dann habe ich auch noch ein zweites Paket bekommen, liebe Leute. Ich kann es gar nicht glauben. Heute ist ja absolut mein Glückstag. Und es ist von meinen Großeltern. Das ist total süß. Ich wusste gar nicht, dass sie mir was geschickt haben. Muss ich jetzt auch mal reinschauen. Und ich freue mich total, jetzt irgendwie so ein bisschen was von zu Hause zu hören. Also ich bin kein Typ für Heimweh, weil ich mich den auch eigentlich allen sehr nah fühle. Und es macht jetzt eigentlich auch keinen Unterschied, ob ich den... Aua, ich habe mir... Oh, ich habe Angst, dass ich mich verletze. Es macht irgendwie auch keinen Unterschied, ob ich in Wien bin oder in Australien. Theoretisch. Das Einzige ist halt die Zeitverschiebung. Das ist schon ein bisschen nervig. Aber das geht auch alles. Ich habe auch... So. Oh Gott, wie süß. Oh, ich habe noch einen Brief bekommen. Das finde ich total toll, weil das kann ich mir immer noch mal wieder durchlesen. Wie süß. Ach, wie süß. Ich wollte unbedingt so eine Einladung haben. Meine Großeltern feiern nämlich ganz groß. Ich kann natürlich leider nicht kommen. Das ist jetzt nämlich im Juli. Aber die Einladung sieht so toll aus. Und Mama und Papa haben mir die schon geschickt. Und ich freue mich, dass ich jetzt auch eine habe. Dankeschön. Oh, das ist süß. Ich habe auch so süße Osterkarte bekommen. Och, Mann. Das ist ja... Ja, das ist total toll. Wow. Ich habe hier so... Ich fühle mich, als wäre ich dabei gewesen an Ostern. Ich habe hier so richtig süße Osterleckereien bekommen. Noch ein Osterhäschen. Und... oh mein Gott, die liebe ich. Nougat-Krokant. Oh mein Gott, davon muss, glaube ich, jetzt einen essen. Und noch ein Osterhase. Der hat es fast nicht geschafft. Oh. Oh, das ist ja total süß. Dankeschön. Oh, oh Gott. Ich wusste... Entschuldigung. Ich habe kurz vergessen, dass es scheinbar flüssig ist. Vielleicht durch die Wärme. Eigentlich ist es, glaube ich, nicht flüssig. Okay, das war doch eine richtig, richtig tolle Überraschung. Ich freue mich sehr. Richtig süß, dass die mich gedacht haben. Und jetzt. Was mache ich jetzt? Vielleicht räume ich jetzt mal mein Zimmer auf oder so. Mal schauen.
So, Amigos, ich habe mich jetzt, aua, mein Hüftel gerade geknackt. Ich habe mir jetzt meine Laufklamotten geschmissen und werde jetzt rennen gehen. Ich wollte heute, ich schau mal, ich weiß nicht, ob ich einen schnellen 5-Kilometer-Lauf machen möchte oder lieber einen langsameren 10. Vielleicht mache ich langsamere 10, weil eigentlich habe ich schon Lust und Zeit, heute eigentlich viel zu laufen. Ich glaube, ich mache heute 10. Also mal schauen, wie es läuft. Und ich lasse mein Handy und alles eigentlich immer hier, deswegen kann ich euch da jetzt nicht wirklich was mitfilmen. Und ich bin halt auch einer der weird Menschen, die keine Musik hört beim Laufen. Ich finde es eigentlich total angenehm, mal ein bisschen Ruhe zu haben und nachdenken zu können und so. I like, und ich habe immer keinen Bock, noch was mitzunehmen und Kopfhörer fallen bei mir immer raus. Ja, deswegen gehe ich jetzt laufen zum Sunset. Das Sunset ist jetzt hier schon richtig früh. Die Sonne geht eben um 17.30 Uhr unter. I don't like this. Aber wir haben es jetzt 16.40 Uhr. Deswegen, ja, mache ich mich jetzt auf den Weg. Freue mich, gestern war schon richtig schön. So, ihr Lieben, ich bin wieder da von meinem Run. Es war richtig gut. Ich war, kann ich euch hier abstellen? Ja, this works. Ich war 10 Kilometer laufen und es war ganz nice. Doch, ich finde Brisbane ist eine richtig schöne Stadt. Ich mag das so beim Sonnenuntergang am River Links laufen. Das ist total schön. Und ja, hat gut funktioniert. Ich habe richtig Bock, wieder mehr laufen zu gehen. Ich werde mich jetzt gleich mal für, hier gibt es einen Uni-Run, da habe ich mich immer noch nicht angemeldet. War ich mit meinem Bein auf dem Bett? Wie eklig bin ich denn? Aber wir waschen heute nochmal, weil irgendwie habe ich so eine Staubschicht auf meinem Bein. Naja, es gibt einen Uni-Run und da werde ich mich anmelden. Und ich habe mir auch überlegt, mich für den Halbmarathon anzumelden. Ich glaube, ich brauche mal wieder eine Challenge. Boah, ich glaube, ich gehe jetzt mal duschen. Ich habe jetzt gerade schon mal ein bisschen was getrunken und ich glaube, ich mixe mir gleich noch AG1 und trinkt das. Nach dem Laufen nimmt man ja super gut Nährstoffe auf. Wir haben jetzt gerade Dinner gemacht und es sieht so, also es sieht nicht nice aus, aber es schmeckt total lecker. Ich hatte nämlich noch so Seidentofu und ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Deswegen habe ich jetzt Reis gekocht und den einfach so in die Pfanne mit dem Seidentofu gegeben. Sieht super weird aus, aber irgendwie ist das so ein bisschen geil cremig. Und habe ich noch ein bisschen Sojasauce dazu gemacht. Dann hatte ich Bohnen, die hat irgendjemand in meinem Gefrierschrank vergessen und ich war so, okay, those are mine now. Und dann habe ich noch einen Salat gemacht und das werde ich erstmal essen. Und ich esse übrigens die ganze Zeit mit dem Campinggeschirr, weil ich irgendwie keine Gabel mehr habe. Und ja, das ist tatsächlich völlig in Ordnung. Update, das Schlimmste habe ich ja schon hinter mir, aber ich bin hier gerade dabei, endlich mal mein ganzes Zimmer aufzuräumen. Und ich habe jetzt mal meine ganze Wäsche auf. Wirklich, hier stand die ganze Zeit noch frisch gewaschene Wäsche und die Dreckwäsche war einfach auf dem Boden. Es war schrecklich und ich konnte mich auch nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal gesaugt habe. Deswegen habe ich jetzt hier alles mal ein bisschen sauber gemacht und habe jetzt mal den Fußboden gesaugt, was sich total toll anfühlt. Gerade beim Teppichboden sieht man das ja sehr. Jetzt räume ich hier noch die Klamotten weg und mache nochmal alles ein bisschen schick. Es war sehr an der Zeit. Wir wollten eigentlich heute noch Wäsche waschen, alles zusammen. Aber jetzt hat mir doch keinen Bock. Weil irgendwie hat es. Wir haben es jetzt einfach auf morgen verschoben und ich habe auch noch zwei Unterhosen gefunden. Also ich habe gar keinen Stress. Ich räume jetzt hier ein bisschen auf und höre dabei gemischtes Hock. Oh mein Gott, Leute, ihr wisst gar nicht, wie gut sich das anfühlt, dass hier jetzt alles aufgeräumt ist. Also, sah hier jetzt Tampon echt nicht mehr so schön aus. Aber irgendwie, wisst ihr, man kommt dann irgendwie jedes Wochenende von einem anderen Trip wieder, schmeißt dann die ganzen Sachen irgendwo hin, dann muss man kurz in die Uni die Sachen fertig machen und da bleibt einfach ein bisschen was auf der Strecke. Und dann haben wir noch nach Campern geschaut, weil wir nächste Woche, nein, stimmt gar nicht, lol. Heute ist Dienstag und Samstag fliegen wir nach Perth. Es ist so random und ich hätte gar nicht, ich finde es total toll, dass wir das machen. Freut mich riesig. Wir haben nach Campern geschaut und das ist ein bisschen schwierig, weil die alle super schlechte Bewertungen haben. Ich habe übrigens wieder im ganzen Gesicht Pickelcreme. Haben wir schon Sinn genommen, oder? Da wollten wir uns morgen weiter mit beschäftigen. Und jetzt liege ich im Bett, werde noch ein bisschen lesen und dann gehe ich schlafen. Oh, ich freue mich so, dass hier aufgeräumt ist. Oh mein Gott. Ich muss morgen noch den Müll rausbringen. Aber das fühlt sich so gut gerade an. Und ich lese dieses abgeranzte Buch. Das ist schon einmal kommen. Also es sieht so schlimm. Jetzt auf der Kamera sieht es gar nicht so schlimm aus, aber es sieht echt schlimm aus. Das war nämlich einmal komplett nass, als wir auf Morton Island beim Segeltrip waren. Bei dem wir nicht gesegelt haben. Es war eigentlich nur ein Campingtrip.
Und das lese ich gerade. Ich finde es aber sehr gut. Attached. Eigentlich lese ich auch noch was auf dem Kindle, aber ich finde das hier gerade so gut, dass ich es, glaube ich, weiterlese. Und Bücher sind ja auch nicht so teuer und irgendwie manchmal habe ich gern ein Buch in der Hand. Wisst ihr? Ja, naja. Ich lese jetzt mal weiter. Dann gehe ich schlafen. Und dann... Ich glaube, Entschuldigung, ich wollte den Vlog an der Stelle beenden. Kurz mal völlig vergessen, weil ich glaube, der geht schon relativ lang. Und ich habe euch... Ich glaube, es ist dann einheitlich. So. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Jetzt hattet ihr nochmal ein bisschen Einblick in den Uni-Part von dem Auslandssemester. Auf YouTube wirkt es ein bisschen so, als ob ich mehr Uni-Zeug machen würde, als ich mache. Just so you know, this is not the case. Aber irgendwie bei den Trips ist es halt immer ein bisschen schwierig mitzufilmen, weil ich weiß nicht, das sind dann immer andere Vlogs. Und ich weiß immer nicht, wer mit rein möchte und nicht und so. Da muss ich nochmal ein bisschen schauen. Und da ist man auch immer durchgehend unter Menschen. Und dann kann ich damit nicht so viel filmen. Aber ja, das dazu. So, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Schaut gerne beim nächsten Video wieder vorbei. Folgt mir gerne, falls ihr das noch nicht tut. Und oh mein Gott, ich möchte wieder ein Emoji haben. Diesmal ein Buch. Nee, das passt gar nicht, oder? Warte mal. Ein Herz. Machen wir ein Herz. Das würde mich eigentlich total freuen, wegen des Buches. Könnt ihr die Farbe, wie ihr wollt. Also, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, kommentiert mal gerne ein Herz. Yay! Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Fühlt euch alle ganz, ganz so gedrückt. Und ein dickes Küssen an euch alle.